Zum Pfingstfest grüßen wir Sie alle ganz herzlich. Wir haben gerade hier einen sehr feierlichen ökumenischen Gottesdienst gefeiert in ökumenischer Verbundenheit. Und es ist gerade an dem Fest vom Geburtstag der Kirche, vom Fest vom Heiligen Geist, was sehr, sehr schön ist, das auch gemeinsam zu tun. Und wir wünschen Ihnen einfach, dass Sie diesen Geist Gottes spüren, dass er Sie bewegt, beflügelt und erfüllt und dass Sie auch seine Botschaft, Gottes Botschaft weitertragen können. Hier in der Welt und auch hier in Aachen, in unserer Gemeinde. Und wir haben versucht, im Gottesdienst den Schatz der vielfältigen Gaben in unseren Gemeinden ein bisschen zu heben und deutlich zu machen, dass wir eben dankbar sind für die vielen Menschen, die in unseren Gemeinden aktiv sind und sich mit ihren Begabungen einbringen. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie das in diesem geistgestärkten Tun auch da bleiben und uns auch weiterhin unterstützen und unsere Gemeinden und ihre segensreichen Wirken stärken. Auch von meiner Seite